Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, der Fliesenleger. Leute, wir machen heute endlich mal wieder einen Wochenvlog. Ewigkeiten mehr gehabt. Warum? Es war Urlaubszeit. Ich war ja auch eine Zeit lang krank, wo ich operiert wurde. Danach bin ich auf der Baustelle gekommen, da war das so nicht mehr möglich, einen Vlog zu machen, weil da wirklich Druck und Termin war. Das heißt, es gab jetzt wirklich sehr lange keinen Wochenvlog mehr. Wir starten aber jetzt mal wieder damit. Damit das Ganze mal nochmal ins Rollen kommt. Gell? Ich entschuldige mich auf jeden Fall, dass so lange nichts mehr kam. Jetzt geht es auf jeden Fall los. Bleibt dran, wenn ihr Bock drauf habt. Viel Spaß! So, ihr Lieben, ganz kurz zur Baustelle. Wir haben hier ein Mehrfamilienhaus. Was heißt Mehrfamilienhaus? Das ist ein Haus mit zwei Parteien, zwei Wohnungen. Aber beide Wohnungen gehen jeweils über zwei Etagen. Also das sind Apartments quasi. Wie eine Maisonette-Wohnung im Prinzip, halt zwei Etagen hat eine Wohnung. Ne, hat so ein bisschen Hausflair, ist aber eine Wohnung. Genau, ich bin oben in der Wohnung, Kollege ist unten in der Wohnung. In dem Vlog dreht sich natürlich nur alles hier um meine Wohnung, steht natürlich hier drunter den Kollegenfilm. Ich denke mal, das ist soweit klar. Ich bin jetzt hier oben zugange, ich habe hier auch schon gut was gemacht. Gell? Deswegen starten wir jetzt einfach mittendrin. Wir haben hier... Komplette Wohnung wird Holzoptik gelegt. Ne? Holzoptik 30x1,20, Sockel 10 cm hoch. Die meisten Sachen habe ich hier oben schon gelegt. Da zeige ich euch das gleiche, ist leider schon abgedeckt. Wir haben hier jetzt noch zwei Bäder zu machen. Und dann unten in der Etage, die mit zu der Wohnung gehört, ist Wohnzimmer, Küche. Wird auch komplett mit Holzoptik gelegt. Küchenspiegel habe ich schon geklebt. Und Gäste-WC ist noch da. Genau, so viel jetzt erstmal zur Tatsache, zur Baustelle, zur Theorie. Und jetzt schwenke ich einmal die Kamera in die andere Richtung und dann laufen wir einmal kurz durch. So, wir starten jetzt einfach mal hier ganz frech im Flur. Also hier, das ist die Treppen, die werden auch noch gefliest. Hier unten, da in dieser Wand, hier unten drunter, ist die Wohnungseingangstür. Unten auf der Etage, wie gesagt, Küche, Esszimmer, Wohnzimmer und Gäste-WC. Und dann hier geht es Treppen hoch, hier sind die Schlafräume. Ne? Hier bin ich jetzt momentan dran. Ihr seht es hier, hier habe ich aufgehört zu fliesen, weil hier noch nicht ganz klar ist, was mit diesem, mit der Brüstung hier passiert. Genau, hier wurde alles Holzoptik gelegt, ihr seht es hier, das ist eigentlich schöne Holzoptik. Socke sind relativ hoch, ist gewöhnungsbedürftig, weiß ich noch nicht, ob ich das zu cool finde. Hier ist auf jeden Fall alles fertig gelegt, fertig gefugt. Sockelsitze und Silikon ist auch schon gespritzt. Dann haben wir hier Badezimmer, Kinderbad genannt. Boden liegt schon, Mosaik habe ich am Freitag letzte Woche gelegt. Wundert euch nicht, die Dusche ist abgedichtet, ich musste die nur noch mal komplett aufspachteln. Ne? Weil die Trockenbauwand wurde 1,5 cm aus dem Winkel gesetzt. Das heißt, ich hätte mein Mosaik schief schneiden müssen, das geht natürlich gar nicht. Dementsprechend, ihr seht es hier, musste ich die Wand einmal komplett aufspachteln. Abdichtung ist aber dahinter. Ich weiß, ich muss kurz die Kamera drehen, ich weiß, es ist semi-geil. Gell? Ist natürlich nicht geil, auf der Abdichtung zu spachteln. Aber ich habe es halt erst gesehen. Mein erster Schritt, wenn ich eine Baustelle anfange, ist abdichten. Ne? So. Und dann habe ich mir erst Gedanken gemacht, natürlich als ich den Boden legen wollte hier, ist mir dann aufgefallen, ey, irgendwas stimmt hier nicht, gell? Weil mein Boden richtet sich natürlich nach dem Winkel der Dusche. Da habe ich gesagt, nee, ich kann den Boden so nicht machen, da ist ja alles verdreht. Und so ist mir das aufgefallen. Ne? Ja, und dementsprechend musste ich hier einmal komplett aufspachteln, aber passt jetzt wunderbar. Ich habe jetzt hier vorbei, die Rinne klebt noch nicht, ich habe die Nummer reingesetzt, ich habe jetzt hier vorbei genau dasselbe Maß, nachher eine wunderbare, schöne Silikonfuge. Ne? Und daran sieht man mal wieder, Vorarbeiten sind A und O. Ne? Weil, wie gesagt, da wäre sonst eine Katastrophe gewesen. Und ich kann natürlich den Mosaikstein nicht auf Null schneiden, das sieht ja Gott verboten aus, das hätte kein Kunde akzeptiert. Ja, hier ist im Prinzip Kinderbad gefliest wird. Mit 30x60ern komplett rundrum Raum hoch. Ne? So viel dazu. Jetzt bin ich aber in diesem Bad dran. Hier ist Elternschlafzimmer und hier wird wahrscheinlich dann auch das Elternbad, gehe ich von aus. Keine Dusche, hier ist eine Badewanne. Genau, Waschbeckenwand und WC-Wand. Das heißt hier Waschbecken, WC direkt neben dran. Einmal Badewanne. Hier die Wand habe ich schon gefliest. 90 mal, was ist da für Maß? 30, glaube ich. Genau, jetzt machen wir hier an der Wand weiter. Hier kommt noch die Schiene hin. Und hier im Badewannenbereich, oberhalb von der Badewanne, kommen diese Musterplatten hin. Ne? Einmal komplett von Badewannenkante bis unter die Decke. Ne? Bad hier wird auch komplett bis unter die Decke rundherum gefliest. So viel dazu. Genau, ich mache jetzt ein bisschen Kleber an, stelle nachher mal ein Stativ auf und dann guckt er mir einfach zu, wie wir die Wand da rund machen.
hochkleben. Hier ist natürlich ein bisschen bitter, weil ich habe jetzt keinen Zollstock. Ich habe neun. So, wir starten jetzt einfach mal hier ganz frech im Flur. Also hier, das ist die Treppen, die werden auch noch gefliest. Hier unten, da in dieser Wand, hier unten drunter, ist die Wohnungseingangstür. Unten auf der Etage, wie gesagt, Küche, Esszimmer, Wohnzimmer und Gäste-WC. Und dann hier geht es Treppen hoch, hier sind die Schlafräume. Ne? Hier bin ich jetzt momentan dran. Ihr seht es hier, hier habe ich aufgehört zu fließen, weil hier noch nicht ganz klar ist, was mit diesem, mit der Brüstung hier passiert. Genau. Hier wurde alles Holzoptik gelegt. Ihr seht es hier, sind eigentlich schöne Holzoptik. Socke sind relativ hoch, ist gewöhnungsbedürftig, weiß ich noch nicht, ob ich das zu cool finde. Hier ist auf jeden Fall alles fertig gelegt, fertig gefugt. Sockelsitze und Silikon ist auch schon gespritzt. Dann haben wir hier Badezimmer, Kinderbad genannt. Boden liegt schon, Mosaik habe ich am Freitag letzte Woche gelegt. Wundert euch nicht, die Dusche ist abgedichtet, ich musste die nur noch mal komplett aufspachteln. Ne? Weil die Trockenbauwand wurde 1,5 cm aus dem Winkel gesetzt. Das heißt, ich hätte mein Mosaik schief schneiden müssen, das geht natürlich gar nicht. Dementsprechend, ihr seht es hier, musste ich die Wand einmal komplett aufspachteln. Abdichtung ist aber dahinter. Ich weiß, ich muss kurz die Kamera drehen, ich weiß, es ist semi-geil. Gell? Ist natürlich nicht geil, auf der Abdichtung zu spachteln. Aber ich habe es halt erst gesehen. Mein erster Schritt, wenn ich eine Baustelle anfange, ist abdichten. Ne? So, und dann habe ich mir erst Gedanken gemacht, natürlich als ich den Boden legen wollte hier, ist mir dann aufgefallen, ey, irgendwas stimmt hier nicht, gell? Weil mein Boden richtet sich natürlich nach dem Winkel der Dusche. Da habe ich gesagt, nee, ich kann den Boden so nicht machen, da ist ja alles verdreht. Und so ist mir das aufgefallen. Ne? Ja, und dementsprechend musste ich hier einmal komplett aufspachteln, aber passt jetzt wunderbar. Ich habe jetzt hier vorbei, die Rinne klebt noch nicht, ich habe die nochmal reingesetzt, gell? Ich habe jetzt hier vorbei. Genau dasselbe Maß, nachher eine wunderbare, schöne Silikonfuge. Ne? Und daran sieht man mal wieder, Vorarbeiten sind A und O. Ne? Weil, wie gesagt, da wäre sonst eine Katastrophe gewesen. Und ich kann natürlich den Mosaikstein nicht auf Null schneiden. Das sieht ja Gott verboten aus, das hätte kein Kunde akzeptiert. Ja, hier ist im Prinzip Kinderbad gefliest wird mit 30x60ern komplett rundherum Raum hoch. Ne? So viel dazu. Jetzt bin ich aber in diesem Bad dran. Hier ist Elternschlafzimmer und hier wird wahrscheinlich dann auch ein Elternbad, gehe ich von aus. Keine Dusche, hier ist eine Badewanne. Genau, Waschbeckenwand und WC-Wand. Das heißt hier Waschbecken, WC direkt neben dran. Einmal Badewanne. Hier die Wand habe ich schon gefliest. 90 mal, was ist da für Maß? 30, glaube ich. Genau, jetzt machen wir hier an der Wand weiter. Hier kommt noch die Schiene hin. Und hier im Badewannenbereich. Oberhalb von der Badewanne kommen diese Musterplatten hin. Ne? Einmal komplett von Badewannenkante bis unter die Decke. Ne? Bad hier wird auch komplett bis unter die Decke rundherum gefliest. So viel dazu. Genau, ich mache jetzt ein bisschen Kleber an, stelle nachher mal ein Stativ auf und dann guckt er mir einfach zu, wie wir die Wand da rund machen, hochkleben. Hier ist natürlich ein bisschen bitter, weil ich habe jetzt keinen Zollstock. Ich habe 90er Platten, die Wand ist aber 96. Ich kann natürlich keine ganze und 6er Streifen dahin machen. Das sieht scheiße aus. Also muss ich hingehen und muss die Wand mittig aufteilen. Ist natürlich bitter, viel Verschnitt, aber nützt nichts. Es muss halt optisch ansprechend sein. Und mit nur 6er Streifen sieht es optisch kacke aus und nicht ansprechend. Und deswegen kann man das nicht bringen. Ne? Jo. So, ich mache Kleber an. Wir sehen uns gleich. So, ihr Lieben. An diese Wand hier, die ist ja schon gefliest und hier kommt die Schiene hin. Ne? Das bedeutet, so mache ich es immer, ich ziehe jetzt einmal komplett hier Kleber auf, drücke die Schiene mit der Traufe hin. Ihr werdet das natürlich aus der Kameraperspektive nicht komplett sehen. Gleich, wenn ich die Schiene reindrücke, hole ich die Kamera in die Hand. Ich denke mal, das ist für euch dann besser. Immer gucken, dass die Schiene schön voll im Kleberbett liegt. Gell? Das ist wichtig. Weil, ich habe das schon mal gehabt, wenn die nicht voll drin liegt, das war jetzt nicht bei mir, aber ich habe das schon mal gesehen, dann wabbelt die. Ne? Dann ist die an der Stelle halt lose. Und dann kann halt auf Dauer auch die Fuge reißen, weil da halt im Prinzip Bewegung drin ist, wenn man gegenkommt. Ne? So, ich denke mal, das hier, das seht ihr schon gar nicht mehr. So. Und dann hole ich die Schiene, hier ist sie, das ist eine pulverbeschichtete Schiene, und drücke die in den Kleber rein.
So Leute, ganz kurz, ich habe das eben gemessen, wir haben hier ungefähr 96,5, ein bisschen mehr, fast 97. Ich habe jetzt 48er Stücke geschnitten, dann haben wir ein bisschen Luft für die Fuge rechts und links hoch. 2x48 haben wir schön mittig aufgeteilt und jetzt ziehen wir das Ganze hoch. Ne, auf geht's, wir gehen jetzt in den Schnelldurchlauf über. So ihr Lieben, Wand ist fertig, ihr habt jetzt im Schnelldurchlauf gesehen, ist keine Hexerei, wir haben hier Steingutfliesen, ne? Das heißt Steingutfliesen sind Wandfliesen, die nehmen extrem viel Feuchtigkeit auf. Aus diesem Grund, habt ihr wahrscheinlich im Schnelldurchlauf gesehen, habe ich die auch nicht eingeschmiert. Mache ich persönlich nie bei Wandfliesen, ne? Scheiden sich wahrscheinlich auch die Geister, werden wahrscheinlich auch die ein oder anderen sagen, ist aber so nicht korrekt. Ich habe damit noch keine negativen Erfahrungen gemacht, weil, wie gesagt, im Prinzip bei Feinsteinzeug ist das Hauptding, der Feinsteinzeug hat fast eine Wasseraufnahmefähigkeit von 0%. Ne? Ich glaube, weniger als 0,5 oder so. Also der holt fast gar kein Wasser auf. Und dementsprechend habt ihr beim Abbinden wie so eine Trennschicht, so wie so eine Sperrschicht. Habe ich schon ganz oft gehabt und dann habt ihr keinen Kontakt zwischen Fliese und Kleber. Das habt ihr aber bei Steingutfliesen nicht, bei Wandfliesen, weil die natürlich extrem viel Feuchtigkeit aufnehmen und das Ganze relativ gut miteinander reagiert bzw. sich verbindet. Ne, so viel dazu. Ist meine persönliche Meinung. Wie gesagt, was ihr davon haltet, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich bin natürlich immer glücklich, wenn ich auch mal andere oder froh und finde es interessant, auch mal andere Leute ihre Meinung zu hören dazu. Ne? Jo, Wand ist auf jeden Fall fertig. Jetzt machen wir hier an dieser Wand weiter. Ich habe ja gesagt, ab hier machen wir den Wechsel auf diese schönen Musterplatten, relativ unspektakulär. Also eigentlich sind es wirklich sehr schöne Platten. Aber ich glaube, die gehen ein bisschen unter, weil die dort denselben Farbton haben. Werden wir aber gleich sehen. Das heißt, hier machen wir, das ist das Schöne an den großen Platten. Wir haben nachher genau auf der Kante auch nur eine Fuge. Rechts und links große Stücke. Ne? Das Ganze werde ich jetzt tun. Werde aber da die Kamera nicht mehr aufstellen, weil wie gesagt, bis heute Montag, die Woche ist noch lang. Und wenn ich euch jetzt jede Wand zeige, dann wird dieser Vlog hier einfach unermesslich lang. Deswegen melde ich mich einfach nachher nochmal, wenn die Wand geklebt ist. Ne? Und ja, dann gucken wir mal, was die Woche noch so bringt. Ne? Okay. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben, es ist ein neuer Tag. Ja, neuer Tag, neues Glück. Ihr seht die Wand hier hinten. Ich wollte gestern eigentlich noch kurz die Kamera auspacken. Ich habe es aber nicht mehr auf die Reihe gekriegt. Ihr seht, da hinten sind die Musterplatten gelegt. Also ich sage euch ganz ehrlich, die sind mit Sicherheit schweineteuer. Aber die gehen komplett unter. Also weiß ich nicht. Ich meine, klar, so erkennt man sie. Ne? Aber so neben den anderen Fliesen, finde ich, sind die gar nicht auffällig. Und meiner Meinung nach gar nicht so nötig. Aber nun gut. Im Prinzip kann mir das natürlich egal sein. Ne? Oder generell uns Fliesenlegern ist das natürlich egal. Wenn die Kunden sich das ausgesucht haben und zufrieden damit sind und das schön finden, ist das in Ordnung. Ich meine, es ist ja auch schön, gell? Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht schön ist, aber ich finde, es ist halt sehr unauffällig. Und ich bin mir sicher, dass die Schweine teuer waren. Und ich weiß halt nicht, ob der Preis, diese Mehrkosten, das wert sind. Aber naja. So, Badewannenfront habe ich schon mal gemacht. Jetzt ist die Seite dran. Die wird übrigens mit normalen Fliesen noch gemacht, ne? Nur die Rückwand wird mit den Musterplatten. Hier setzen wir die Schiene jetzt so gegen. Ne? So, jetzt könnte man einmal, bleibt die stehen, ja. Wenn man einmal von hier guckt, könnte man sich die Frage stellen, hier sehe ich nur den schmalen Steg und hier den breiten. Ja, ist korrekt. Ich möchte, wenn ich so in den Raum gucke, dass ich hier das Schmale sehe und da das Schmale. Das heißt, wir haben die Schienen in die richtige Richtung, also einheitlich beide in dieselbe Richtung getreten. Und wenn man frontal drauf guckt, dass man im Prinzip nur den schmalen Steg sieht. Ne? Jo, so ist die Idee dahinter. Ich mache jetzt die Seite von der Badewanne und dann melde ich mich nochmal zurück, wenn wir hier an die nächste Wand gehen. Dann erzähle ich mal noch ein bisschen was. Dann knall mal das Bad zu.
Ja, damit ob man langsam fertig wird. Also heute wahrscheinlich will ich das nicht ganz packen, weil hier diese Wand, das ist die schlimmste, ne? Toilette, Waschbecken, Steckdosen. Aber morgen ist auf jeden Fall, spätestens morgen, ist alles zugelegt. Es ist schon wieder so bullig warm, hier ist kein, die Verputzer sind da, die haben die Fenster abgeklebt, beziehungsweise hier das eine könnten wir aufmachen. Da könnten wir ein bisschen aufmachen, aber die anderen sind alle zu, dementsprechend hier in dem Bad kein Fenster drin. Es staut sich hier die Hitze, das ist eine Katastrophe. Deswegen, ich bin froh, wenn es mal noch mal ein paar Grad kälter wird oder kühler wird, wenn jetzt langsam der Herbst kommt. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ne. Naja, wir machen weiter. Ah, eine Sache habe ich doch. Guckt mal. Papsi hat neue Schuhe. Wow. Wow. So ihr Lieben, jetzt habe ich mich eigentlich, oh, ist ein Licht hier drin aus. Eigentlich habe ich ja gesagt, ich mache jetzt die erste Reihe oder mache den Part beim Kopf und dann hole ich noch mit der Kamera. Dann stand aber verhaftet. Ich habe die Wand einfach schon gemacht. Ihr seht es aber schon hier über mir. Mir fehlen Platten. So war der. Ich habe immer so knapp bestellt. Und ich habe keinen Verschnitt, gell? Also ich habe wirklich keinen Verschnitt. Die Stückzahl, die hätte man ganz einfach zählen können. Ne? Also. Weiß ich nicht, ich habe kein Verschnitt, mir ist nichts kaputt gegangen, drei Stapel nimmt, mir fehlen zwei Platten, wurde zu wenig bestellt. Hanspaket nachbestellt, kommt am 27.09., sprich in 2,5 Wochen. Gut, wenn ihr das seht, wie gesagt, das hier liegt ja alles in der Vergangenheit, weil ich jetzt vorfilme. Aber ja, das ist ärgerlich. Nützt aber nichts. So, ich habe jetzt die Wand hier gemacht, ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter weg mit der Kamera. Gut, Licht ist aus, schaut nachher nochmal rein. Also ihr seht es, ne? Viel sieht man nicht von weitem, von den Musterplatten, seid mal ehrlich. Weiß nicht schnell, was ich davon halten soll. Keine Ahnung. Ich hätte mir, glaube ich, das Geld gespart, weil, wie gesagt, ich bin mir sicher, dass das bestimmt ein bisschen was kostet. Ich meine, sie sind nicht hässlich, gell? Um das jetzt nochmal klarzustellen. Ich glaube, das habe ich aber auch schon gesagt. Sie sind nicht hässlich. Also auf gar keinen Fall, dass ich jetzt sage, das geht gar nicht. So gar nicht. Die passen natürlich gut, gerade weil halt dieselbe Farbe ist und so. Aber ich finde halt, es geht halt unter. Es fällt halt zu wenig auf. Ich finde, das ist halt als Eyecatcher einfach zu wenig, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, ist Geschmackssache. Ich bin nur der ausführt. Ne? Genau. Jetzt mache ich doch die Türwand. Diese. Soll ich Kamera aufstellen? Wollt ihr zugucken dabei? Kriegen wir das hin aus der Sicht? Ist das interessant? Scheiße, Mensch, überlege ich mal. Hm? Was meint ihr? Kann man stellen, Kamera auf. Auf geht's. Ich stelle die Kamera hin, guck da einfach zu, wie wir die Wand hochziehen. Das machen wir. So, jetzt will ich euch einmal zeigen, wie wir uns diese Steckdose da anzeichnen. Appa! Im Prinzip können wir uns einmal hier einen Clip drunter machen. So, ich hoffe, das sieht man alles. Ja. Dann halten wir uns das hier drauf, das ist ja unsere Fuge. Setzen das quasi da drauf, zeichnen uns hier die Dose an. Da haben wir schon mal die Höhe. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal so. Wir haben hier ein bisschen Luft immer gelassen. Eins, zwei, zack. Wir haben hier unsere Striche. Wo haben wir sie? Da. Da kann man die einmal so verringern. Eins. Zwei. Von hier auch. Sieht man das? So sieht man besser. Eins. Zwei. Da ist unsere Steckdose. Die schneiden wir jetzt aus.
So, ihr lieben Tag, ist rum. Ich muss heute ein bisschen früher weg, weil ich selbst Handwerker bei mir zu Hause habe. Tatsächlich, mein Wohnzimmer und meine Küche wird renoviert. Deswegen muss ich heute ein bisschen früher weg, weil ich heute die Maler da antreffe bei mir zu Hause, um mit denen noch ein paar Sachen zu klären. Falls ihr euch wundert, warum ich jetzt wieder ein weißes T-Shirt anhabe, es ist einfach zu warm. Es ist einfach so höllisch warm. Ich brauche immer zwei T-Shirts tagsüber. Das ist so, ich muss immer wechseln zwischendurch. Das ist leider so, weil ich komplett nass werde. Ich bin einfach ein Schwitzer. Das ist einfach nicht meine Jahreszeit. Ich liebe zwar den Sommer auch von Schwimmen und Urlaub und alles. Ich gehe wirklich gerne im Freibad. Aber für zum Schaffen ist das katastrophal für mich. Ich hasse es. Und ich bin immer warm. Gell? Also ich bin immer am Schwitzen. Immer. Und nicht hier ein bisschen zack, sondern flasche nass aus jeder Pore. Naja, egal. So viel zu mir. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben, wir sind wieder da. Ich hatte im Moment die Maler bei mir zu Hause, ich hatte euch ja gesagt, gestern noch mit dem ein bisschen was geklärt, deswegen musste ich früher los. Es wird auf jeden Fall schön, ich bin richtig froh, ich freue mich auf jeden Fall, wenn fertig ist. Ich kriege zwei Wände auch mit so einer geilen Spachteltechnik gemacht, habe ich richtig Bock drauf. Wird schön, neu Boden gelegt, alles, da wird mein Zuhause noch mal ein bisschen schöner. Ne? Kostet zwar alles so viel Geld, aber ich sage euch ehrlich, in mein Zuhause stecke ich immer gern Geld rein, um es schöner zu machen, finde ich super. So, neuer Tag, neues Glück. Ihr wisst Bescheid, nächste Wand, die letzte Wand steht an. Wir werden die ganzen Clips noch rausschlagen. Dazu stelle ich die Kamera mal auf, könnt ihr einfach ein bisschen zugucken. Ich meine, das ist keine Hexerei. Wir werden uns den Gummihammer nehmen und hauen die Dinger einfach weg. Quasi so. Na? Ich hole mir aber jetzt ein bisschen Pappkartons von den Fliesen und lege die einmal über die Badewanne, damit die jetzt in die Badewanne knallen. Ne? Im Prinzip passiert da nichts, das sind nur Plastikkeilchen, aber das muss nicht sein. Ist eine neue Badewanne und wenn, dann müssen die ja nicht von da oben bis da runter knallen. Meine. Was gibt noch zu sagen? Achso, ich habe euch ja gestern meine neuen Schaffschuhe gezeigt. Ein Tag damit gearbeitet. Guckt sie euch an. So sehen die schon anders aus. Aber ich sage euch ehrlich, so müssen die auch aussehen. Das sieht immer so komisch aus, wenn man so ganz neue Arbeitsschuhe anhat. Das sieht immer so gelackt aus, das passt einfach nicht zum Baustellenstil. Ne? Deswegen ein bisschen Dreck muss sein. Wir fangen an. Bleibt dran. Nach dem Piepston geht's weiter. Wie ihr seht, schlage ich die Clips mit einem Gummihammer raus. Ganz wichtig zu wissen, immer in Richtung der Fuge schlagen. Wenn ihr entgegengesetzt der Fuge schlagt, bekommt ihr die Dinger nicht raus. Die Badewanne habe ich mit Pappe abgedeckt, einfach damit die Keile nicht von oben da so reinfeuern, habe ich ja eben schon erwähnt. Ansonsten die weißen Clips ist Abfall, das Müll kann man wegschmeißen, die schwarzen Keile kann man immer wieder verwenden. So, einmal alles aufgeräumt, sauber gemacht. Jawohl. So, und jetzt werden wir hier starten. Wie ihr seht, sind wir da nicht auf Mitte Klo, weil wir hier auf Mitte Waschbecken gehen. Ne? Das ist halt immer ein bisschen bitter, wenn Toilette und Waschbecken an einer Wand sind. Da passt das fast nie. Ne? Vor allem die haben hier mit dem WC-Block hätten die wahrscheinlich noch weiter rüber gehen können, weil man braucht ja eine gewisse Breite rechts und links, gell? Damit man anständig Platz auf dem Klo hat. Ne? Es gibt da, glaube ich, so Richtwerte, die man haben sollte oder Minimum einhalten muss. Und ich denke, deswegen haben die halt nicht auf Maß ausgerichtet. Ne? Dazu kommt auch, dass das natürlich dann in der Planung schon, da müssen die Installateure schon wissen, okay, was für Fliesen kommen da hin. Also das ist also nie so einfach. Ne? Aber möglich. Aber wie gesagt, in dem Fall, glaube ich, wäre es nicht möglich gewesen. Waschbecken sitzt mittig von der Wand, in etwa, auch nicht so ganz. Weil hier haben wir ein 40er Stück und hier haben wir nachher ein 37er Stück. Das heißt, Waschbecken sitzt 3 cm aus der Mitte raus. Aber das ist für uns egal, wir nehmen trotzdem die Achse von dem Waschbecken an. Ne? Das heißt, unsere Achse ist Mitte Abfluss. Ne? Hier haben sie drüber verputzt, haben sie wieder freigeschlagen, super. Genau, also Mitte Abfluss ist unsere Achse, wir gehen hier mit Ganzen weg, eine Ganze hier, eine Ganze da und dann rechts und links wird geschnitten. Ne? Und dann, wenn nachher der Waschtisch hängt oder das Waschbecken fängt, ich glaube, hier kommt noch nichts, obwohl doch kann sein, dass hier drunter vielleicht noch ein Schrank hinkommt. Meistens, wenn man da die Halterung hat, ist das eigentlich ein Waschbecken, was direkt montiert wird. Aber es ist mir im Prinzip auch egal, was da hinkommt. Genau, und dann haben wir auf jeden Fall alles schön mittig. Ne? Mittig vom Waschbecken, mittig nachher zum Spiegelschrank. Und dann passt halt alles. Ne? Ja, erste Reihe ist ausgerichtet. Passt doch genau. Das sind wieder so Momente, wo ich mich immer freue, wenn ich an der letzten Wand die Wasserwaage hinhalte und es passt einfach. Das ist genau im Blei. Ne? Ich meine, wollen wir jetzt mal ehrlich zu uns selbst sein, alle Fliesenleger. Wir haben mit Sicherheit schon die ein oder anderen Bäder gehabt, wo mir von der Wand nicht mehr hundertprozentig im Blei auskam. Aber auch das ist nicht schlimm, weil dann fällt meistens nicht auf, vorausgesetzt sind kein 2 cm Unterschied. Gell? Aber Millimeter schon 2 kann man immer an der letzten Wand ein bisschen ziehen. Da fällt auch niemandem auf.
Aber ist natürlich immer schön, wenn man sieht, dass man das genau gepasst hat. Ne? Jo, das heißt, Strich ist gezogen, Platten sind vorgeschnitten, ich werde jetzt anfangen zu kleben und dann hoffen wir, dass wir bis Mittag die Wand oben haben, aber davon da bin ich zuversichtlich. Na, ich werde die Wand aber jetzt nicht mehr zeigen, ihr habt ja schon ein bisschen gesehen. Wir haben ja auch erst Mittwoch, gell? Das heißt, es kommt ja noch ein bisschen in der Woche, von daher, ja, werde ich euch das Ganze jetzt nicht zeigen, aber ich zeige euch das Endergebnis. Morgen kommt ja dann noch Fugen und Silikonspritzen und sowas, dann haben wir mal nochmal einen schönen Badezimmer-Vlog gehabt. So ihr Lieben, Licht ist wieder schlecht. Ich habe hier Licht jetzt aus dem Bad rausgeholt, weil ich das gerade Mosaik gefugt habe. Ja, Badezimmer ist aber fertig. Morgen können wir fugen. Steckdosen sind relativ sauber geworden. Hier die Anschlüsse auch. Wunderbar. Ne? Das heißt, morgen Clips weg, bisschen Fugen auskratzen. Hier sowas zum Beispiel. Auskratzen und dann kann man das fugen. Gefugt wird Carrara Weiß von PCI. Kritisch, kritisch. Ich sehe dem Ganzen sehr, sehr kritisch entgegen. Aber ja, die Kunden haben es sich so ausgesucht. Dementsprechend müsste die Fuge natürlich noch mehr sauberer sein. Gell? Es darf wirklich nicht sein. Bei Weiß sieht man alles. Und die Musterplatten werden dann tatsächlich in einer anderen Farbe gefugt. Ist das nötig? Nein. Kunden wollten das aber so, also können sie das so. Ne? Ist aber in der, ich persönlich sage euch ehrlich, ich finde das okay, dass die Kunden ihr Zeug aussuchen, aber ich finde, man dürfte denen nicht zu viel Auswahl geben. Weil wir haben jetzt im Prinzip hier, bestes Beispiel, die Musterplatten werden jetzt in einem anderen Farbton. Die gibt es, kleinste Gebinde 4 Kilo von PCI. PCI Nanofuge 4 Kilo Gebinde. Ja, der Rest schmeißt mal weg. Gell? Vor allem, das ist eine Farbe, Topaz nennt die sich, die Farbe. Habe ich vorher noch nie gefugt, werde ich nie wieder benutzen. Das heißt, wir kaufen einen ganzen Beutel für diese 18 Fugen. Ja, ist ein bisschen schade, gell? Also deswegen dürfte man denen nicht so viel Auswahl geben. Wir haben hier drei verschiedene Fugenfarben, genauso wie in dem anderen Bad. Ne? Ich habe jetzt hier noch gerade Mosaik gefugt. Dann ist eine andere Farbe, wie der Boden und wie nachher die Wand gefugt wird. Ganz kurz. Ich habe hiervon kein Video gemacht oder mit reingeholt, weil ich tatsächlich ein Kurzvideo drehen musste über diese Verfugung. Was heißt musste? Ich habe ein Kurzvideo gedreht für PCI tatsächlich. Ihr wisst ja, ich benutze hauptsächlich Fugenmörtel und Silikon von PCI. PCI kam auf mich zu, die haben mich angeschrieben, haben gesagt, jo, wir haben hier ein paar Videos von dir gesehen, finden wir super. Hättest du nicht mal Lust, was mit uns zu machen? Jetzt haben wir halt mal ein Probevideo gemacht von der PCI Nanofuge. Und deswegen habe ich das jetzt gemacht. Ne? Also als alter Infaulenzer muss man da ja mal die Leute aufklären, wie das so läuft. Gell? Wobei ich das Wort Influencer echt gar nicht mag. Ich bin ein ganz normaler Handwerker, gell? Der einfach irgendwann mal mit YouTube angefangen hat. Ja, und jetzt mittlerweile ist das halt gut. Gell? Ich meine, die Firmen werden langsam auf einen aufmerksam, macht Spaß. Gell? Und vor allem PCI ist ja nicht irgendwer. Habe jetzt demnächst noch Gespräch mit Schaumburg noch. Da freue ich mich auch drauf, das muss man tatsächlich sagen. Weil Schaumburg verarbeiten wir halt wirklich, ja, hauptsächlich. Na, mal sehen, was dabei rumkommt. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Weil ihr seid meine Zuschauer und ihr seid davon natürlich auch ein bisschen informiert werden darüber. Ne? Ja, das heißt, hier ist gefugt. Das kann man trocknen lassen. Die Rinne, die klebt noch nicht. Die werde ich mal noch kleben. Morgen wahrscheinlich, weil wir gehen ja erst frühestens am Freitag rein. Das heißt, morgen werde ich fugen, drüben das Bad. Ja, und dann, obwohl doch, vielleicht Mittag bin ich eigentlich fertig. Vielleicht kann man hier noch ein Wändchen anfangen in der Dusche. Das wäre noch eine Idee. Ne? Vielleicht machen wir das tatsächlich hier die Rückwand. Achso, übrigens, bitte nicht wundern, das habe ich aber glaube ich schon damit. Dahinter ist abgedichtet. Gell? Nicht, dass ihr denkt, hier, was ist denn da los? Ich muss das nur ausspachteln, weil er komplett. Aus dem Winkel war. So ihr Lieben, ich habe mal wieder gemerkt, dass das Video wieder sehr lange geworden ist. Ich habe lange keinen Vlog mehr gemacht, muss da noch mal ein bisschen Gefühl für kriegen, wie lange ich tatsächlich so einen Vlog mache, weniger labern, mehr zeigen. Lautet die Devise, egal, ich mache einen Zweiteiler draus. Genau, schaltet einfach beim nächsten Mal wieder ein. Im nächsten Teil wird dann gefugt, Silikon gespritzt, ihr seht das Endergebnis von dem Badezimmer. Ihr kennt das Ganze. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, macht wie immer Daumen nach oben da. Abonniert oder aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Dann sehen wir uns im nächsten Teil und im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, euer Fliesenleger. Ciao.